Juli 1987, es ist Ferienzeit. Ausflüge sind für Flüchtlinge ein Luxus, den sie ihren Kindern nicht bieten können. Die Hofheimer Friedensgruppe von Pax Christi sieht sich dazu aber durchaus in der Lage. Sie mietet einen Bus und übernimmt im Opel Zoo auch das Eintrittsgeld. Erstes gemütliches Lagern auf der sommerlichen Waldwiese. Die kleinen Kinder interessieren sich nicht so sehr für die Großen, sondern mehr für die kleinen Tiere. Annäherungsversuche von Helen. Mindestens ebenso anregend für den Bewegungsdrang der Kinder sind die Spiel-, die Rutsch-, Schaukel- und Drehgeräte. Dies gilt aber nicht nur für die Kleinen, sondern genauso auch für die Großen. Der Besuch im Opel Zoo für alle jedenfalls ein besonderes Erlebnis.